Es gibt Leute, die unter Umweltschutz den Einsatz für Mittel verstehen. Mittel, die nicht zerstören und deren Beschaffenheit in Relation zur geforderten Leistung steht. Die Mannschaft von Zollern kennt die Mittel. Sie präsentiert Ihnen die Zugwinde Zollern PW 17 Muli. Das Geheimnis einer großen Leistung spielt sich innerhalb einer Spieltrommel ab. Einer Spieltrommel mit Planetenradgetriebe, die als Kraftpaket im Zollern-Muli die ausgefallensten Einsätze meistert. Wer kennt nicht Situationen, wo selbst Allradfahrzeuge und Zugtiere an ihre Grenzen stoßen, wo es auf den Menschen und die ihm zur Verfügung stehenden Mittel ankommt? Er kann die Mittel wählen. Doch für Arbeiten im schweren Gelände wird er sich für technische Perfektion und ständige Verfügbarkeit eines Gerätes entscheiden. Die neue Zugwinde von Zollern bietet ihm diese Vorteile. Woher kommen technische Perfektion und ständige Verfügbarkeit? Nun, Zollern ist bekannt für den Bau hochwertiger Planetenradgetriebe und ist einer der größten Hersteller von Hubwinden, Freifall- und Zugwinden. Zollern-Erzeugnisse bieten für den Anwender ein Höchstmaß an technischer Perfektion und Zuverlässigkeit. Aber warum nur große Zugwinden? Gründe gab es genug, ein Gerät für vielfältigen Einsatz bei schonender Behandlung unserer Umwelt zu bauen. Dank der großen Erfahrung und den Kenntnissen im Getriebe- und Zugwindenbau konnte ein so taugliches Gerät wie der Zollern-Muli entwickelt werden. Für Wolfgang und Anton ist dieses mobile Gerät in seinen Teilen nicht wesentlich schwerer als eine ordentliche Bergsteigerausrüstung. 20 Kilogramm, einschließlich Kettensäge, hat jeder dabei. Es gibt kaum Einsätze, wo man auf eine Kettensäge verzichten könnte. Wenn ja, so wird zumindest ihr Motor benötigt. Er dient nämlich als Antriebskraft für die Zugwinde. Fast alle Modelle mit einem 4 bis 5 PS Motor können an den Zollern-Muli angebaut werden. Wolfgang und Anton haben ein Befestigungssystem dabei. Einen Seilspeicher mit 60 Meter Zugseil, Stärke 7,2 mm und mit dem Zugseil einige Seilgleitbügel. Die Schwinge mit angebautem Kettengehäuse und Spieltrommel. Den Motor einer handelsüblichen Kettensäge, dies ist übrigens ein großer Vorteil unseres Baukastensystems. Und eine Fernbedienung für übersichtliches und sicheres Arbeiten. Bei dieser Fellaktion wird im Zuge der Arbeiten die vielseitige Verwendung des Kettensägemotors deutlich. Sie werden sehen, dass er nicht nur zur Holzbearbeitung verwendet werden kann, sondern der Einfachheit halber auch als Antriebsaggregat für den PW 17 Muli eingesetzt wird. Wie verwandeln sich nun die mobilen Teile zum Einsatzgerät? Weil einfach und sicher zu handhaben, arbeiten Wolfgang und Anton mit dem Zollern-Befestigungssystem aus flexiblem Gurtband mit Haken und Spannhebel. Die anwendungstechnischen Vorschriften aus der Bedienungsanleitung sind Ihnen dabei geläufig. Dazu gehört die Wahl des richtigen Standplatzes, die Kenntnis über die Bruchsicherheit der Lastaufnahmeeinrichtung, das richtige Platzieren der Winde, die Wahl des Befestigungsgegenstandes.
Ein Geübter benötigt für den Zusammenbau ca. 3 Minuten. Nach Einhängen der Winde kann der Kettensägemotor angebaut werden. Nur Motoren mit einer Leistung von 4 bis 5 PS und einem Kettenrad von 3/8 Zoll kommen in Frage. Keine Sorge, fast alle gängigen Modelle erfüllen diese Kriterien. Wegklappbare Kunststoffabdeckungen am Kettengehäuse geben das Kettenrad frei. Antriebskette auf das Kettenrad des Motors legen. Steckbolzen in die Bohrungen der Befestigungsplatte einführen. Distanzplatten aufstecken, Antriebskette auflegen. Muttern leicht anziehen. Antriebskette spannen und Muttern fest anziehen. Vorteile bietet nicht nur die Mobilität, sondern auch die Modulbauweise dieses Gerätes. Hier die Schwinge mit den 3 Anpressrollen. Schwenkbar in der Schwinge lagert das Kettengehäuse mit einer gummigedämpften Befestigungsplatte zum Anbringen des Kettensägemotors. Die Aussparungen hierfür sind gut zu erkennen. Eine Schmierleitung versorgt Kettenräder und Antriebskette vom Kettensägemotor aus mit Kettenöl. Der Seilspeicher mit 60 Meter Zugseil wird ebenfalls auf die Winde montiert. Mit Hilfe dieses Rohres, es dient als Drehachse, bekommt der Seilspeicher auch bei eigenwilligen Bewegungen der Zugwinde, vor allem wenn sich die Last nur ruckartig vorwärts bewegen will, einen sicheren Halt. Zum Einlegen des Zugseils Spannhebel nach unten klicken. Das gibt den Freiraum für die Arbeit an der Spieltrommel. Nur 6,5 Seilwindungen sind von oben beginnend über die Trommel zu legen. Das Innere dieser Spieltrommel bildet den Kern der Dinge, nämlich ein patentiertes Multiplanetenradgetriebe mit 3 Planetenstufen. 3 Sicherheitsgruppen sind mit eingebaut. Eine Rücklaufsperre für beide Laststufen, eine Sicherheitshaltebremse und ein Scherstift als Sollbruchstelle. Letzterer wird ständig mitgeführt und kann in einer Minute ersetzt werden. In jedem Fall ist das Zugseil zwischen Winde und Seilspeicher vom Drall zu befreien, bevor der Seilspeicher montiert wird. Drall kann Schlaufen- oder Schlingenbildung hervorrufen und bedeutet Unfallgefahr. Sicher ist die flexible Seilverbindung zwischen Seilspeicher und Schwinge mittels Bajonettverschluss. Durch Festziehen des Spreizdorns über den Sterngriff wird der Seilspeicher festgehalten. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Dies ist eine Auflage der Berufsgenossenschaft, müssen Sie das Gerät mit der Fernbedienung steuern. Sie funktioniert mechanisch und ist sehr leicht anzubringen. Mit der Fernbedienung behalten Sie die Übersicht beim gesamten Arbeitsvorgang. Von der Berufsgenossenschaft wurde für unser Gerät die Plakette Geprüfte Sicherheit erteilt. So, Drehschaltknopfstellung auf 0. Spannhebelstellung mittig. Seil ausziehen. Befestigen der Last mittels Chokerketten und Seilgleitbügel. Motor starten. Spannhebel nach oben. Drehschaltknopfstellung 4,5 oder 17 kN, je nach erforderlicher Seilzugkraft. Erst beim Gasgeben beginnt sich die Trommel zu drehen. Sicherheitsabstand in der Länge der Fernbedienung einnehmen. Man braucht nicht besonders zu erwähnen, dass hier die Schaltung nicht auf 4,5, sondern auf 17 kN eingestellt wurde. Wer solche Stämme ziehen will, benötigt konstante Zugkraft während des gesamten Zugvorgangs. Dank des Spielprinzips bleiben Zugkraft und Seilgeschwindigkeit konstant. Warum? Weil sich der Trommeldurchmesser während der Windenarbeit nicht verändert.
Was mit dem Zugseil geschieht, nachdem es seiner Aufgabe über die Spieltrommel gerecht wurde, ist bemerkenswert. Unbelastet, automatisch und trallfrei wird das Seil durch die flexible Seileinführung in den Seilspeicher geleitet. Nahezu 60 Meter werden so äußerst schonend abgelegt. Das beschert dem Zugseil eine lange Lebensdauer. Der große Vorteil gegenüber Trommelwinden, auf denen das Seil in vielen Lagen und oft kreuz und quer durcheinander liegt, wird hier besonders deutlich. Übrigens, das Phänomen Spielprinzip kommt nicht von Zollern, es ist aus der Seefahrt hinreichend bekannt. Anker und Befestigungsseile von Ozeanriesen laufen ebenfalls über Spieltrommeln. Diese schonende Art der Seilbehandlung geht also von den Seeleuten aus. Ein weiterer Vorteil ist, die Seillänge kann theoretisch endlos sein. Wenn 60 Meter Zugseil nicht ausreichen, so arbeitet man einfach ohne Seilspeicher. Allerdings muss sich eine zweite Person um das ankommende Seil kümmern. Auf diesem Testgelände wurde mit echten 1,7 Tonnen gearbeitet. Felleinsatz mit Unterstützung einer Zugwinde, Zollernmuli und Umlenkrollen. Hier bedroht ein sogenannter Hänger gleich einem Damoklesschwert den öffentlichen Straßenverkehr. Hänger können sich aus eigener Kraft nicht halten und müssen deshalb gefällt werden. Die Zugwinde leistet mit Hilfe von Umlenkrollen echte Fellunterstützung, indem sie den Baum in die vorgesehene Fallrichtung zwingt. Einsatzprofis arbeiten häufig mit Umlenkrollen. Sie sind eine nützliche Hilfe in vielen Situationen. Nur im kritischen Dreieck zwischen Zugwinde, Umlenkrolle und Last dürfen sich aus Sicherheitsgründen während des Zugvorganges keine Personen aufhalten. In welche Richtung der Baum fallen soll, wird mit Hilfe dieser einfachen, aber äußerst wirkungsvollen Technik entschieden. Egal, ob ein umgestürzter Baum einen Fluss blockiert oder ob im steilen Gelände gearbeitet wird, die Einsatzmöglichkeiten des Zollern PW 17 Muli sind nahezu unbegrenzt. Dabei wird die wertvolle Flora unserer Waldböden äußerst schonend behandelt und eine mögliche Gefährdung von Fahrzeugen im schwierigen Gelände gar nicht erst riskiert. Gerade am Steilhang, wo Stämme gezogen und mittels Umlenkrollen in jede vorbestimmte Richtung gezwungen werden, leistet ein Zwei-Mann-Team mit Hilfe der Zugwinde Zollernmuli und einem Satz Umlenkrollen wertvolle Arbeit. Manche Holzbergung wurde aus Gründen der Rentabilität erst gar nicht durchgeführt. Auf diese Weise kann nun effektiv und kostengünstig gearbeitet werden. In diesem Gelände fühlt sich der Zollernmuli zu Hause. Denn mit knapp 17 Kilo Gewicht ohne Zugseil kann das Gerät von einem Mann an jede Stelle, wo Menschen noch zu arbeiten vermögen, getragen werden. Wer würde mit einem Schlepper dieses Gelände befahren wollen, nur um den Fluss von einem umgestürzten Baum zu befreien?
Allein der Gedanke stößt auf Ablehnung. Umweltschonender, schneller und kostengünstiger arbeitet hier die Zugwinde Zollernmuhli. Ein typischer Einsatz im Bereich des Gewässerschutzes. Das leichte, mobile Gerät kann bis zum Einsatzort getragen und sogleich in Betrieb genommen werden. Diese Anwendung hier ist ein echter Beitrag zum Umweltschutz. Nicht nur ein freundliches Lippenbekenntnis an die Natur. Wie von Geisterhand bewegt, verschwindet der Baum im Unterholz. Der empfindliche Waldboden wird dabei äußerst schonend behandelt. Nach dem Szenenwechsel wird ein ahnungsloser Betrachter nicht mehr feststellen können, dass hier Lasten bewegt wurden. So soll es sein. Der Anwender unseres Gerätes kann davon ausgehen, dass jedes Teil seiner Maschine einzeln getestet wurde, dass ihm die Modulbauweise beim Austausch von Teilen nur Vorteile bringt. Ja, er kann den Austausch, falls erforderlich, sogar selbst vornehmen. Und er kann davon ausgehen, dass seine Maschine nach dem Zusammenbau an einem Full-Checking nicht vorbeikommt. Denn Qualität ist bei Zollern kein Zufall.